Servus, Arthur hier. Emma ist heute leider nicht da, sie ist im Urlaub. Dafür habe ich eine Vertretung für sie dabei. Das stellt sich am besten selber vor. Hallo, ich bin die Petra. Und Arthur möchte gerne Oktoberfest feiern. Das kriegt er ohne weibliche Hilfe nicht gewuppt. Deshalb werde ich Emma heute vertreten. Also meine Tante war ja schon mal einkaufen. Okay. Mitgebracht hat sie mir Backschinken. Typisch bayerisch. Haxen. Okay. Klar, die sind schon fix und fertig gegart. Da müssen wir nur die Schwarte braun machen. Okay. Was hast du noch? Sauerkraut. Das ist natürlich auch super. Da sind Speck und Zwiebeln, alles angebraten, schon drin. Brauchen wir nur aus dem Schlauch raus, Mikrowelle fertig. Wir haben natürlich Weißwurst, darf nicht fehlen. Ja, also ich habe dir auch noch was mitgebracht. Okay. Das ist ein Spanferkel-Lachsbraten. Das ist ganz mageres Fleisch, ganz lecker. Auch mit so einem kleinen Fettbesatz und einer Schwarte. Ja. Das ist auch schon fix und fertig gegart. Das können wir so in den Ofen reinmachen zum Heißmachen. Wenn du es aber besonders lecker haben willst, dann gibst du das auch richtig mit Zeit in den Backofen, dass es schön langsam heiß wird. Und dann können wir die Schwarte, genauso wie bei dem Backschinken und bei dem Haxen, schön knusprig machen. Das ist dann ganz besonders geil. Hört sich lecker an. Wenn du die Schwarte einschneidest, man kennt das ja, dass man so diagonal einschneidet, ja, sodass man Rauten da drauf hat. Genau, das kenne ich, ja. Das sieht toll aus, wenn du den Braten im Stück irgendwo servieren willst. Mhm. Es ist aber ganz blöde, wenn du das dann anschließend gebraten schneiden willst, dann fallen diese kleinen, schönen Stücke, die der Gast ja auf dem Teller haben möchte, die fallen dann alle runter. Deshalb bin ich immer ein Fan davon, dass man das so einschneidet, wie man dann später auch die Scheiben schneiden möchte. Okay. Der Braten ist ja auch schon fix und fertig gewürzt. Der ist ja von innen mit Pökelsalz bearbeitet. Ja. Wir brauchen an dem Braten und auch an den Haxen gar nichts mehr machen. 160 Grad, erstmal nur heiß werden. Ich würde sagen, der nächste Schritt sind die Haxen. Korrekt, die Haxen brauchen auch lange. So, die müssen wir jetzt hier erstmal aus dem Beutel entfernen. Ja. Die sind im Beutel gekocht. Weißt du, das hat den Vorteil, dass die schön saftig bleiben. Die garen quasi im eigenen Saft. Okay. Hier habe ich Gel drin, das muss ich vorsichtig entfernen und dann können die einfach aufs Blech. Du zeigst mir das am besten mal. Ich zeig dir das. Hier einfach nur so ein bisschen das Gel abstreifen. Holst du mal das Blech rüber? Danke. Wenn irgendwie möglich, immer die Schwarte nach oben. Mhm. Ja, das bleibt so nicht liegen. Möglichst immer Schwarte oben und dann drauf. Den Sud brauchen wir nicht, den vernichten wir. Alles klar. Ja, lass mal gucken. Wie sieht's aus? Was meinst du? Okay, ich schau mal nach. Guck mal, siehst du, also heiß scheint er schon zu sein, aber die Schwarte ist noch nicht knusprig genug. Hm. Wir geben noch mal so viel Hitze, was der Ofen hergibt, um die Schwarte schön knusprig zu kriegen. Okay. Wir haben die Haxen jetzt ja ausgepackt. Müssen die noch gewürzt werden, bevor die in den Backofen kommen? Nee, die sind auch schon fix und fertig. Die sind bereits, das Fleisch an sich ist bereits gewürzt. Das kann so im Ofen und wir müssen nur heiß machen, Schwarte bräunen. Dann schiebe ich die rein. Ich mach mal auf. Also in der Zeit, wie der Backschinken und die Haxen heiß werden, können wir schon mal den Rettich schneiden. Den Rettich, wir schneiden erstmal vorne und hinten ein bisschen was weg. Ja. Der muss geschält werden. Dies hier sieht nicht hübsch aus, das wird einmal geschält. Komm, ich mach weiter. Okay. Na, siehst du. So geschält habe ich den. Ja, das sieht soweit gut aus. Was passiert jetzt? Wir halbieren das Ding erstmal. So, jetzt brauchen wir, da habe ich so ein Gadget gekauft am Wochenende, das zeige ich dir mal. Ja, sieht wild aus. Da stechen wir jetzt mal eben den Rettich drauf, schön in die Mitte. So, jetzt muss man das mit Druck drehen. So siehst du, jetzt haben wir ganz tolle Spiralen. Okay. Ja, das geht auch eigentlich ganz einfach. Aber jetzt musst du vorsichtig sein. Okay. Du kommst jetzt mit dem Daumen ganz gefährlich eng da unten an die Schneide. Jetzt musst du hier das Teil aufsetzen, drückst das runter. Ja. Das ist ein Restehalter. Genau. So, jetzt kannst du damit drehen. Aber weißt du was, Arthur? Wir haben da noch 3-4 Rettiche liegen. Halt mal an, bitte. Das dauert ja ewig und 3 Tage, bis du damit fertig bist. Jetzt kommst. Ich habe da noch mal so eine Idee. Was hältst du davon? Das funktioniert. Das macht Männern Spaß. So hast du auch Spaß in der Küche. Probier mal. Das ist jetzt meins. Aufsetzen, bisschen drücken.
Das könnte ich jeden Tag machen. So macht Küchenarbeit Spaß, oder? Ja. Ja, wir brauchen nur ein bisschen Salz aufstreuen. Dann schmeckt das noch ein bisschen besser. Aber das auch nur kurz vorm Servieren, ansonsten trocknet es aus. Okay. Also lass mal gucken, ob der Hackschinken schon fertig ist. Oh, wow. Okay. Das sieht ja schon ganz gut aus. Ich denke mal, das dürfte knusprig sein. Das sieht wir testen mal. Aus. Ah, top. Der kann raus. Ah, oh, top. Das riecht aber toll. Hier siehst du, wie schön knusprig die Schwarte ist. Ja. Das ist richtig, richtig lecker. Riecht gut. So, Petra, der Backschinken ist ja fertig. Ich gucke mal auf die Uhr. Die Haxen müssen eigentlich auch soweit sein. Ja, anderthalb Stunden sind auch schon rum, ne? Heiß sind die garantiert, wir schauen mal. Wow. Ja, Wahnsinn. Sieht das klasse aus. Schau mal, wie knusprig die Schwarte ist. Das sieht lecker aus. Das ist auch lecker. Die sind fertig? Die müssen raus. So, Petra, nächster Schritt ist Weißwurst. Klar. So, wenn das Fleisch soweit fertig ist, die brauchen ja nur ein paar Minuten zum Warmwerden. Wir holen mal raus. Hast du schon mal einen Topf, ja, wo wir es reinfüllen können? So. Also die Weißwurst, da kommt einfach... Erst mal eben Wasser heiß machen und wenn das Wasser heiß ist, füllen wir gleich die Weißwurst ein. Alles klar. Okay, das ist ganz schnell heiß. Jawohl. Es soll nicht mehr kochen, es soll einfach nur heiß sein, so kurz vor Kochen. Ja, erst rein. Jetzt kommt die Wurst rein. Die muss nur so 5 Minuten so ein bisschen ziehen. Okay. Die braucht im Grunde genommen ja nur eben heiß werden. Ne? Die darf jetzt nicht mehr im sprudelnden Wasser kochen, weil dann würde die... Aufplatzen. Der Darm würde platzen, genau. Das sieht ja nicht so schön aus. Und die Wurst würde auslaufen. So ist perfekt. Hast du süßen Senf gekauft? Weil den brauchen wir natürlich. Natürlich. Gut. Was macht denn Sauerkraut, Arthur? Machen wir. Da musst du Tüte aufpassen. Das brennt sonst schnell an auf dem Herd. Einfacher ist in der Mikrowelle. Da kannst du nicht so leicht ansetzen. Der ist fertig. Super. So, jetzt schneiden wir den mal an, oder? Genau da, wo wir es eingeschnitten haben, da kannst du die Scheiben jetzt einfach abschneiden. Okay. Du hörst schon, wie knusprig das ist. Man kann es hören. Besser geht es nicht. Das riecht phänomenal. Garantiere dir, das schmeckt auch so. Siehst du? So hat jede Scheibe ihre eigene kleine Schwarte. Ich habe echt gedacht, das kriegen nur Profis hin. Nee, das kann man auch wunderbar zu Hause. Man muss nur wissen, wie. Aber die Profis haben wir natürlich auch. Unsere Kunden machen auch richtig Oktoberfest. Da gibt es zum Beispiel der Dröge Hase in Oldenburg oder das Vielstädter Bauernhaus, hat sich darauf spezialisiert. Die feiern riesige Oktoberfeste, richtig mit Blasmusik. Ich denke mal, dann trotzdem auf den Abend. Bitte schön, guten Abend. Danke. Guck mal so eine Schwarte hier. Ja, da hörst du es. Das ist perfekt. Genau so soll es sein. Petra, ich bedanke mich ganz herzlich. Gerne. Mein Fest wird einfach phänomenal, denke ich. Ich gehe davon aus. Ja. Und beim nächsten Mal seht ihr Grünkohl als Thema. Und bis dahin, bleib beste Wurst, abonnieren, liken oder kommentieren. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Arthur, kennst du dich denn mit den Schleifen auf? Überhaupt nicht. Das ist ja total wichtig. Wenn du da eine Party hast und da kommen junge Frauen, das machen die Bayern ja ganz klasse. Die erklären ja schon zum Stand, ob sie ledig sind oder nicht, durch die Schleife. Mann, das ist ganz easy. Ich zum Beispiel trage die Schleife auf der rechten Seite, weil ich ja verheiratet bin. Okay. Trägt eine Dame die Schleife hier hinten im Rücken, ist es entweder eine Kellnerin oder eine Witwe. Oh. Die jungen Mädchen, die Schleife in der Mitte tragen, ist eine Jungfrau. Was dich eher interessiert, sind ja wahrscheinlich die Damen, die Schleife auf der linken Seite tragen. Okay. Das sind die ledigen Frauen. Links. Links, ledig. Das ist mir leicht. Das ist nicht schlecht. Ja, dann. Hier sind wir wieder. Brad Bud kenne ich mir laut nochmal. Was denn Brad? Wieso will ich mal Burger sagen? Ich habe einen Blackout.